Okay, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr seid wunderbar in die neue Woche gestartet. Ich wünsche euch natürlich hiermit einen wunderschönen Montag. Genießt ihn, habt Spaß und bleibt gesund. Und damit ganz herzlich willkommen zu Lautlos von Mario Novembre. Ich hoffe, ich spreche ihn einigermaßen richtig aus. 2 Minuten 15, relativ kurzes Ding. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren, Support ist come on. Ihr wisst doch mittlerweile Bescheid, wie es läuft. Ich bin sehr gespannt, wenn euch das Video gefällt. Aber nur wenn es euch gefällt, supportet mich auf jeden Fall. Würde mich mega freuen. Wir starten direkt rein. So, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit auf ein, zwei Songs mal von ihm reagiert. Ist ein sehr, sehr großer TikToker. Soweit habe ich das schon mitbekommen. Ich bin sehr gespannt. 2 Minuten 15, lautlos, Abfahrt. Oh nein. Niemals, Digga, niemals. No way, Bro. Ey, bitte, lass es jetzt nicht... Oh, nee, bitte nicht. Lass es jetzt nicht Wahrheit werden, was ich jetzt schon vermute. Lieben anders, ich bin nicht mehr down. Dir so vertraut, Baby, du bist Gift für mich. Ruf mich nicht an, ich geh nicht mehr ran. Für dich kein Empfang, mein Herz ist auf lautlos. Dein Stuff in meinem Schrank, hab ich verbrannt. Ruf mich nicht an. Okay. Ich hätte mit dem gar nicht gerechnet. Ich sage euch, wie es ist. Ich hätte mit dem jetzt überhaupt gar nicht gerechnet. Ich verfolge ihn auch gar nicht auf TikTok. Ich verfolge ihn generell überhaupt nicht. Gerade nur, wenn es zu der Musik kommt. Und mir haben jetzt viele geschrieben, hey, kannst du drauf reagieren? Mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich packe euch mal einen Link in die Beschreibung. Checkt ihn mal gerne ab. Die Band heißt Ozone. Und die haben einen ganz, ganz, ganz großen Hit. My Yahoo. Ba. Und ihr werdet sofort merken, dass das... Jetzt kommt die Frage. Ist das inspiriert oder ist das geklaut? Beziehungsweise die viel wichtigere Frage ist, wo ist denn diese Hemmschwelle zwischen ich lasse mich inspirieren von einem Track und ich klaue den Track? Weil klauen hört sich immer so voll krass an. Es ist gar nichts gegen ihn jetzt. Wir hatten in der Vergangenheit schon ganz, ganz große Artists wie eine Loredana, einen Summer Jam Casey zum Beispiel mit Geh dein Weg, geh dein Weg von Destiny's Child, Say My Name. Es wird immer mehr so zu einem Trend, sage ich mal, dass man halt wirklich alte Hits nimmt und die wirklich nochmal neu interpretiert, / klaut. Wir lassen uns mal noch ein bisschen mehr auf den Track ein. Vielleicht hat er ja noch so ein bisschen sein eigenes Ding mit reingebracht, aber... Ruf mich nicht an, mein Herz ist auf lautlos. Yeah, Flightmode an, kein Empfang. Babe, du bist zu weit gegangen. Er kann aber singen. Lösch das Herz hinter deinem Namen. Also, was ich damit meine, ist, man hört raus, wenn eine Stimme hart auf Autotune klingt, also irgendwie gut klingt, oder wenn man eine Stimme nur leicht irgendwie noch ein bisschen bearbeiten muss, ein bisschen hindrücken muss, sodass sie gut klingt. Bei ihm ist es so, dass er gesanglich nice ist. Ich sag euch, wie es ist. Du bist mir egal, lieb ihn anders, ich bin nicht mehr down. No man, ey. Da, kommt jetzt, oder? Hab dir zu oft vertraut, Baby, du bist Gift für mich. Viel zu lang hab ich an uns geglaubt. Guck mal, ich will aber eine Sache jetzt schon klarstellen, bevor jetzt die Leute wieder in die Tasten hauen, in die Kommentare schreiben, er hat doch nur einen geilen Song draus gemacht, er hat sich daran angelehnt, daran inspirieren lassen, an der Melodie und so weiter und so fort. Vollkommen okay, ich glaube sogar auf TikTok wird diese Nummer ganz anders schieben. Auf TikTok ist es wahrscheinlich Top 5 irgendwo in den Songs oben drin, die du halt für TikToks benutzen kannst, beziehungsweise wird auch im Radio laufen, wird auf Spotify gestreamt. Wenn du das aus diesem Blickwinkel betrachtest, vollkommen cool, ich bin vollkommen cool damit. Der ist bestimmt privat ein super netter, super cooler Mensch, so. Ich betrachte das aber aus dem Blickwinkel, wie die Musik sich entwickelt hat, generell, wie Leute sich nicht mehr allzu viel Mühe geben, neue Sachen zu machen, sich lieber an älteren Sachen inspirieren lassen, was auch da pauschal gar kein Problem ist. Es ist einfach nur so, ich weiß noch nicht, was ich vom Song halten soll. Babe, du weißt genau, dass das hier keine Liebe ist. Ruf mich nicht an, ich geh nicht mehr ran, fühl dich kein Empfang, mein Herz ist auf laut. Okay,
es geht dennoch überkrass ins Ohr, gerade weil man diese Melodie halt schon von diesem ganz, ganz großen Hit von Ozone im Kopf, im Ohr hat, gerade wenn Leute so ein bisschen älter, gut, ich bin jetzt Baujahr 98, bin jetzt auch nicht der Älteste, aber ich habe diesen Track davor schon zig Millionen Mal gehört, so, und diese Melodie brennt sich halt irgendwann ein, und gerade wenn du einen Song hörst, der sich halt krass dran anlehnt, gerade an diesem melodischen Teil, hörst du das direkt raus. Egal was du sagst, ja, ich komm nicht mehr wieder, viel zu viel Erfolg, du hast mich nicht verdient, ja, es gibt nichts mehr zu reden, ja, wie ist eine Geschichte, ich werde dir nicht mehr vergeben. Okay, ganz kurz zu der Produktion, ganz normales Trap-Ding so, ganz normales Trap-Ding, wir haben so einen Plug-Sound, so einen Synth-Sound, der halt wirklich komplett die ganze Zeit durchspielt, eine Clap ganz normal auf 3 und 7, es ist nichts irgendwie Besonderes, Hi-Hats sind nice, Open-Head, eine geile Kick, schöne harte 808, Produktion ist nice, generell, er hat auch eine wunderschöne Stimme, so gar keine Frage, es ist einfach nur für mich dieser Teil, so wo ich sagen muss, kann ich das fühlen, kann ich das feiern so, weil ich muss mich mit der Mucke auch irgendwie zu einem gewissen Maß noch identifizieren können. Wisst ihr, was ich meine? Bin nicht mehr down, hab dir zu oft vertraut. Baby, du bist Gift für mich, viel zu lang hab ich an uns geglaubt. Babe, du weißt genau, dass das hier keine Liebe ist. Ruf mich nicht an, ich geh nicht mehr ran. Für dich kein Empfang, mein Herz ist auf lautlos. Den Stuff in meinem Schrank hab ich verbrannt. Ruf mich nicht an. Also wie gesagt, ich pack mal den Link in die Beschreibung von dem Song, dass ich denke, dass es, also ich denke das nicht, ich weiß, dass es von dem Song ist, von Ozone, Schieß mich tot, wie der Song heißt, ich pack den unten mal rein, damit ihr wisst, worauf ich so hinaus will. Ich geh nicht mehr rein, fühl dich keinen Empfang, mein Herz ist auf lautlos, den Stuff in meinem Schrank, hab ich verbrannt, ruf mich nicht an, mein Herz ist auf lautlos. Aber der Song, also generell vom Hörgenuss her ist es Bombe. Bob Pforzheim, okay. Wie gesagt, schreibt mir da gerne mal eure Meinung zu in die Kommentare, was ihr davon haltet, wo ab wann es inspiriert ist, ab wann es dann schon geklaut ist. Schreibt es mir gerne mal rein, das war meine konstruktive Kritik, ganz objektiv betrachtet, so, ich möchte niemanden irgendwie ganz, ganz bloßstellen, sowas, weil er ist nicht der Erste, der sich an irgendwelchen großen Hits anlehnen oder inspirieren lässt. Streamt das Ding, gerne, support es, come out, ihr wisst Bescheid, das war Mario November mit Lautlos, ich küsse euer Herz, peace.